Versteckte Wunderstimme, DSDS Ina begeistert Fans und Jury. Sorgt Sina Gosweiler hier für die größte DSDS-Überraschung der Castings? Die Schweizerin hatte die Weiterreise nach Hamburg auf sich genommen, um vor Dieter Bohlen, 64, Pietro Lombardi, 26, Anna Nechiti, 30, und Xavier Naidoo, 47, aufzutreten. Dabei setzte sie nicht wie andere Kandidatinnen auf knappe Kleidung und krasses Styling, sondern trat im lässigen T-Shirt-Look vergleichsweise zurückhaltend vor die Jury. Am Klavier packte Sina dann ihr Talent aus und riss die Fans vom Hocker. Dabei hatte die 20-Jährige zunächst gar nicht geplant, in die Tasten zu hauen, sondern setzte sich erst nach dem Gespräch mit den Juroren ans Piano, um Million Reasons von Lady Gaga, 32, zu singen. Von Sinas Auftritt zeigten sich Dieter und Pietro lautstark begeistert, vor allem, weil sie bei ihrem Äußeren etwas anderes erwartet hatten. Du stehst da und man denkt, du hast eine Ausstrahlung wie ein Kastenknete, sagte Dieter, woraufhin sein Ex-Schützling sofort einwarf, das war ein Goldkasten. Bis jetzt sei Sina die größte Überraschung der Show gewesen, erklärte Pietro begeistert, bevor er und seine Kollegen ihr den Rekalzettel überreichten. Die Twitter-Gemeinde schloss sich dem Urteil des 26-Jährigen an. Geile Stimme, Wahnsinn, Superstar Ohnline, hagelte es lobende Worte. Okay, die Sendung ist beendet, lasst sie gewinnen, forderte ein User. Andere kritisierten, dass Xavier Sina nicht weiterlassen wollte, damit sie bei einem erneuten Versuch zeigen könne, dass sie ihre Performance verbessert habe. Der Xavier ist wie der typische Mathelehrer, der sagt, ich gebe dir die 4+, obwohl du eine 3 verdient hättest, aber du sollst dich ja weiterhin anstrengen, beschwerte sich ein Zuschauer.